war einmal ein Mann, dessen Frau krank war. Kurz vor ihrem Tod sprach sie zu ihrer einzigen Tochter. Mein liebes Kind, ich bleib nicht mehr lange bei euch. Oh Mutter, verlass mich nicht! Hab keine Angst, sei immer fromm und gut, so wird dir der liebe Gott beistehen und ich werde bald als Engel vom Himmel auf dich und deinen Vater herunterblicken. Das mache ich, Mutter, sei unbesorgt. Kurze Zeit später verstarb die Frau und das Mädchen war sehr traurig. Sie ging jeden Tag zum Grab ihrer Mutter und weinte und blieb fromm und gut. Ein Jahr später nahm sich der Mann eine andere Frau. Die Frau hatte zwei Töchter mit ins Haus gebracht, die schön vom Aussehen waren, aber gemein und kaltherzig waren. Da brach eine schlimme Zeit für das arme Mädchen an. Der Vater konnte ihr leider nicht beistehen, weil er wegen seiner Arbeit selten zu Hause war. Und wenn er zu Hause war, wollte das Mädchen ihn mit ihren Sorgen nicht belasten. Wie war deine Arbeit, Vater? Sehr anstrengend. Ich muss morgen leider wieder fort. Aber wie geht es dir denn, mein liebes Kind? Mir geht es gut. Und sobald der Vater weg war, waren die Stiefschwestern und Stiefmutter sehr gemein zu dem Mädchen. Ach, soll die dumme Gans bei uns in der Stube sitzen? Wer Brot essen will, muss es auch verdienen. Hinaus mit dir. Ja, aber... Du hast es doch gehört. Hinaus mit dir. Und das schöne Kleid brauchst du nicht bei der Arbeit. Hier, zieh das an. Und mach uns was zu essen. Von nun an musste das Mädchen immer früh aufstehen. Feuer anmachen, kochen, waschen und Wasser holen. Obendrein ärgerten die beiden Stiefschwestern das arme Mädchen den ganzen Tag. Hey, Aschenputtel, mach mir einen Tee, ich habe Durst. Natürlich, Schwester. Mach mal schneller, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, hier bitte. Und wie du wieder aussiehst, wie ein richtiges Aschenputtel. Ja, so schmutzig und dreckig und faul bist du auch noch. Und wie schmutzig das hier ist, feg das auf sofort. Ja. Und abends, wenn Aschenputtel sich müde gearbeitet hat, bekam es kein Bett mehr, sondern musste sich neben den Herd in die Asche legen. Weil es darum immer schmutzig und staubig war, nannten es alle Aschenputtel. Aschenputtel war aber ein liebes Mädchen, das sich mit allen Tieren angefreundet hat. Hier, du Mäuschen, hier hast du ein paar Krümel Brot zu essen. Danke, Aschenputtel, du bist immer so nett zu uns. Wo sind denn deine Freunde? Die verstecken sich, die Katze hat sie verjagt. Dann bist du aber mutig, kleines Kerlchen. Darf ich dich Kali nennen? Ja, der Name gefällt mir. Hallo, ihr Vögelein, ihr singt aber schön. Na, ihr kleinen Häschen, kommt ihr mich besuchen? Aschenputtel, du bist so lieb. Eines Tages kommt im Haus von Aschenputtel ein Bote vorbei und übergibt einen Brief. Ein Brief vom König, persönlich. Mutter, hier ist ein Brief vom König. Na, was da wohl drin steht? Oh, meine süßen Töchter, das sind ja gute Neuigkeiten. Nun spann uns nicht auf die Folter, Mutter. Der König veranstaltet einen Ball, zu dem alle Jungfrauen eingeladen werden, damit sich der Prinz eine Braut aussuchen kann. Oh, vielleicht wählt er mich. Oder mich. Wir werden schon dafür sorgen, dass er eine von euch aussucht. Aschenputtel. Ja, Mutter. Los an die Arbeit. Unsere Kleider sind noch nicht fertig. Und du musst uns noch frisieren. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Der Ball ist bereits morgen. Darf ich denn auch zu dem Ball, Mutter? Du auf den königlichen Ball, dass ich nicht lache. Na, dich will der Prinz auf keinen Fall so schmutzig, wie du bist. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Wir müssten uns ja deiner schämen. Was soll denn der König von uns denken? Du bleibst hier und bewachst das Haus. Aschenputtel war sehr traurig und weinte draußen am Grab ihrer Mutter. Warum bist du so traurig? Ach, es ist nichts. Na los, erzähl es mir. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich wäre zu gerne auch auf den königlichen Ball gegangen, aber meine Stiefmutter hat es mir verboten. Sie meinte, sie müsste sich meiner schämen. Und sie hat ja recht. Ich habe nicht mal ein schönes Kleid. Wie hätte ich denn zum Ball gehen sollen? Das ist nun mal mein Schicksal. Aber ich kann dir helfen. Ich bin deine gute Fee. Was? Eine Fee? Wirklich? Ja, wirklich. Und nun müssen wir uns ein wenig beeilen, wenn du noch rechtzeitig zum Ball kommen willst. Als erstes brauchen wir eine Kutsche. Mal sehen. Ah ja, das ist gut. Hier ist der richtige Platz für meinen Zauber. Geh etwas zur Seite, Aschenputtel. Woher kennst du meinen Namen? Ich bin eine Fee, hast du das vergessen? Na, was sagst du? Da
Das ist ja unglaublich. Jetzt brauchen wir noch zwei Pferde. Die sind perfekt dafür. Jetzt noch einen Kutscher. Ah ja, du wirst einen guten Kutscher abgeben. Das ist ja toll. Und nun wünsche ich dir viel Spaß. Liebe Fee, du hast da noch was vergessen. Ach Gott, ja, wie konnte mir das denn passieren? Das Kleid ist wunderschön. Vielen lieben Dank, liebe Fee. Ich kann dir gar nicht genug danken. Es ist alles gut, so wie es ist. Und nun husch schnell auf den Ball. Aber eins muss ich dir noch sagen. Ja? Um Mitternacht ist der Zauber vorbei. Denk dran, sonst stehst du in Lumpen vor dem Prinzen. Um Mitternacht? Ja, ich werde daran denken. Danke nochmal. Viel Spaß! Eure Majestät, mein Name ist Duchess von Grunwald. Danke. Eure Majestät, Prinzessin von Oberhausen. Danke, viel Spaß auf dem Ball. Eure Majestät, mein Name lautet Isolde von Emmerich. Danke. Eure Majestät, meine Wenigkeit Anastasia von den Nordischen Inseln. Wer ist denn das? Ich kenne sie nicht. Wo kommt sie her? Wer ist das denn? Keine Ahnung. Wo kommt die denn auf einmal her? Darf ich sie zum Tanz auffordern? Ja, gerne. Woher kommen Sie? Ich habe Sie noch nie gesehen. Das ist nicht so wichtig. Jetzt bin ich ja hier. Ja, darüber bin ich sehr glücklich. Sie sehen einfach bezaubernd aus. Vielen Dank. Der tanzt ja nur mit der. Warum sind wir anderen denn hier überhaupt? Das weiß ich auch nicht. Begleiten Sie mich ein wenig an die frische Luft? Aber gerne. Sie haben so zauberhafte Augen und sind so anmutig. Ich kann gar nicht den Blick von Ihrer Schönheit und Anmut wenden. Wie heißen Sie und wo kommen Sie her? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Warum denn nicht? Oh, es ist Mitternacht. Ich muss los. Nein, sagen Sie mir vorher Ihren Namen bitte. Das kann ich nicht. Ich muss jetzt gehen. Oh nein, mein Schuh. Nun wartet doch. Sie hat ihren Schuh verloren. Wartet doch, halt. Wo ist sie denn so plötzlich hin? Nun, dann muss ich sie halt mit ihrem Schuh ausfindig machen. Puh, das war knapp, aber es war so schön. Und wie war's auf dem Ball? Ach, der Prinz hat die ganze Zeit mit so einer blöden Schnepfe getanzt. Uns hat er gar nicht beachtet. Und als sie weggelaufen ist, war das Fest schon vorbei. Ach, wirklich? Ich muss das Mädchen von gestern unbedingt wiederfinden. Eure Majestät, wie sollen wir das ohne Namen? Sie hat ihren Schuh verloren. Wir werden ihn von jeder jungen Frau im Land anprobieren lassen. Und die, der Schuh passt, werde ich zu meiner Frau nehmen. Meine Töchter, der Prinz kommt heute vorbei. Und, was will er hier? Er lässt jede junge Frau irgendeinen Schuh anprobieren. Und die, bei der Schuh passt, nimmt er zur Frau. Ist das nicht wunderbar? Einer von euch wird der Schuh passen, mit Sicherheit. Juhu, ja, der Prinz kommt zu uns. Oh, da sind sie ja schon. Und du wage es ja nicht, in die Küche zu kommen. Ja, Mutter. Öffnet im Namen des Königs. Aber gerne doch. Eure Majestät, es ist uns eine Ehre. Ich muss sehen, wem der Schuh gehört. Der passt nicht. Probier's doch nochmal. Er passt nicht. Bitte die andere Tochter. Dann probieren Sie bitte den Schuh. Der passt mir auch nicht. Ich bekomme meinen Fuß da nicht rein. Wer hat schon so kleine Füße? Das ist ja nicht normal. Haben Sie noch eine weitere Tochter im Haus? Nein, habe ich nicht. Aber wir haben doch noch Aschenputtel. Also doch noch eine. Du und dein loses Mundwerk, was redest du denn da? Aschenputtel können wir nicht vorzeigen, die ist ganz schmutzig und dreckig. Ich möchte sie trotzdem gerne sehen. Rufen Sie sie bitte. Na, wenn's denn sein muss. Aschenputtel, komm her! Eure Majestät? Würden Sie bitte den Schuh anprobieren? Ja, sehr gerne. Der passt. Du bist diejenige. Du bist meine Traumfrau.
Ja, ich habe mit ihnen auf dem Ball getanzt. Ich kann nicht mehr ohne dich leben. Willst du meine Frau werden? Ja, das will ich. Und so lebten sie glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Aber liest du mir wieder ein Märchen vor? Oh ja, ich möchte auch gerne. Welches denn? Das mit den 7 Zwergen. Ist dir das nicht so gruselig wegen der bösen Stiefmutter? Nein. Es war einmal eine junge Königin, die ein kleines Kind zur Welt brachte. Das sah so reizend aus, mit weißer Haut wie Schnee, roten Lippen wie Blut und schwarzem Haar wie Ebenholz. Darum wurde es Schneewittchen genannt. Kurz nach der Geburt des Kindes starb die Königin. Nach einem Jahr heiratete der König eine andere Frau. Sie war sehr schön, aber auch sehr stolz und hochmütig. Sie hatte einen wunderbaren Spiegel. Wenn sie vor ihn trat und sich darin ansah, sprach sie: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land. Da war sie zufrieden, denn sie wusste, dass der Spiegel die Wahrheit sagte. Hallo, ihr Lieben. Wollen wir zusammen spielen? Schneewittchen aber wuchs heran und wurde immer schöner. So schön wie der klare Tag und schöner als die Königin. Eines Tages fragte die Königin wieder ihren Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen ist 1000-mal schöner als ihr. Da erschrak die Königin und wurde ganz wütend. Das kann nicht wahr sein, das ist nicht möglich, ich bin doch die Schönste. Von nun an hasste sie das Mädchen. Der Neid wuchs in ihr wie Unkraut in ihrem Herzen, sodass sie keine Ruhe mehr fand. Dieses Kind muss weg, für immer. Dienerin! Ja, Eure Majestät. Schickt mir den Jäger her. Auf der Stelle. Jawohl, Eure Majestät. Bring das Kind in den Wald und töte es. Ich will es nie wieder sehen. Ja, meine Königin, Ihr Wunsch ist mir Befehl. Er brachte Schneewittchen in den Wald. Schneewittchen fing an zu weinen und flehte den Jäger an. Ach, lieber Jäger, lass mir mein Leben. Ich laufe in den Wald und komme nie mehr heim. Der Jäger ließ sie voller Mitleid laufen. So lauf hin, du armes Kind. Schneewittchen lief los und lief, solange ihre Füße konnten. Da sah es ein kleines Häuschen und ging hinein. Ach, wer mag wohl in diesem schönen Häuschen wohnen? Ich esse denen, die hier wohnen, nicht alles weg. Ich esse nur von jedem Tellerchen ein bisschen, damit ich nicht einem allein alles wegnehme. Danach, weil es so müde war, legte es sich in ein Bettchen und schlief ein. Abends kamen die Herren von dem Häuslein nach Hause. Wer hat auf meinem Stühlchen gesessen? Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Wer hat von meinem Brötchen genommen? Wer hat von meinem Gemüschen gegessen? Wer hat mit meinem Gabelchen gestochen? Wer hat mit meinem Messerchen geschnitten? Hey, komm mal her, seht euch das an. Ei, du mein Gott. Oh, ist das Mädchen schön. Wie kommt so ein liebes Geschöpf zu uns? Morgens erwachte Schneewittchen. Und als es die 7 Zwerge sah, erschrak es. Die Zwerge aber waren sehr freundlich zu ihr und fragten: Wie heißt du und wie bist du zu uns gekommen? Ich heiße Schneewittchen. Meine Stiefmutter ist eine sehr böse Frau. Sie hat dem Jäger befohlen, mich zu töten. Aber der Jäger hat ein gutes Herz und ließ mich laufen. Ich bin lange durch den Wald geirrt, bis ich das Häuschen hier fand. Das ist ja schrecklich. Wenn du unseren Haushalt führst und alles ordentlich hältst, so kannst du bei uns bleiben und dir soll es an nichts fehlen. Ja, liebend gern. Morgens gingen die Zwerge in die Berge, um dort nach Erz und Gold zu suchen. Und Schneewittchen blieb zu Hause und kochte das Essen für sie und machte den Haushalt. Da sie den ganzen Tag über allein war, warnten es die guten Zwerge. Hüte dich vor der Stiefmutter, sie wird bald wissen, dass du hier bist. Lass ja niemanden herein. Die Königin aber dachte, dass Schneewittchen nun tot sei und fragte wieder ihren Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen über den Bergen, bei den 7 Zwergen, ist 1000-mal schöner als ihr. Da erschrak die Königin, denn sie wusste, dass der Spiegel die Wahrheit sagte. Nun muss ich es selbst in die Hand nehmen. Sie färbte sich das Gesicht und verkleidete sich als Krämerin. Und ging zu dem Haus der Zwerge und klopfte an die Tür. Schöne Ware, schöne Ware.
Guten Tag, liebe Frau. Was habt ihr zu verkaufen? Gute Ware, Schnürriemen in allen Farben. Schneewittchen dachte: Die ehrliche Frau kann ich hereinlassen. Ich kaufe diesen hier. Komm, Kind, ich schnüre ihn dir gleich um. Schneewittchen hatte keine Angst und ließ die Krämerin den Riemen schnüren. Aber sie schnürte so fest und geschwind zu, dass Schneewittchen keine Luft mehr bekam und wie tot hinfiel. Nun bist du die Schönste gewesen. Als die Zwerge nach Hause kamen, fanden sie Schneewittchen leblos auf dem Boden. Sie sahen, dass es zu fest geschnürt war und schnitten sofort den Riemen wieder auf. Schneewittchen bekam wieder Luft und kam zu sich. Als die Zwerge hörten, was geschehen ist, sprachen sie: Die alte Krämerfrau war niemand anderes als die herzlose Königin. Hüte dich und lass niemanden herein. Die Königin aber fragte wieder ihren Spiegel, und als dieser ihr die Wahrheit sagte, dass Schneewittchen noch lebt, wurde sie wütend und überlegte sich eine andere List. Sie vergiftete mit Hexenkünsten einen Kamm, verkleidete sich in eine alte Frau und machte sich am nächsten Tag auf den Weg zu dem Haus der Zwerge. Da mache ich mich gleich an die Arbeit. Als die Zwerge schon eine Weile weg waren, klopfte das alte Weib an die Tür des Häusleins und rief: gute Ware zu verkaufen. Geht weiter, ich darf niemanden ins Haus lassen. Das Ansehen wird dir doch wohl erlaubt sein. Der Kamm gefiel Schneewittchen so gut, dass sie die Tür öffnete. Als sie sich des Kaufs einig waren, sprach die Alte: Komm, ich will dich ordentlich kämmen. Schneewittchen dachte sich nichts dabei und ließ die Alte gewähren. Als das Gift in dem Kamm wirkte, fiel Schneewittchen besinnungslos zu Boden. Zum Glück war es bald Abend und die Zwerge kamen heim. Als sie Schneewittchen wie tot auf dem Boden liegen sahen, suchten und fanden sie den giftigen Kamm und zogen ihn gleich heraus. Und kaum hatten sie ihn rausgezogen, kam Schneewittchen wieder zu sich. Die Zwerge warnten es noch einmal: Sei auf der Hut, Schneewittchen, und lass niemanden rein. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen über den Bergen, bei den sieben Zwergen, ist doch tausendmal schöner als ihr. Als sie den Spiegel so reden hörte, zitterte sie vor Wut. Schneewittchen soll sterben, und wenn es mein eigenes Leben kostet. Schneewittchen, gib Acht auf dich und lass niemanden rein. Die Königin aber vergiftete einen Apfel und ging wieder verkleidet als eine Bäuerin zu dem Haus der Zwerge und klopfte. Ich darf keinen Menschen hereinlassen, das haben mir die Zwerge verboten. Mir auch recht, meine Äpfel werde ich schon los. Aber hier, ich schenke dir einen. Schneewittchen dachte sich nichts dabei und weil der Apfel so lecker aussah, konnte sie nicht widerstehen, nahm den Apfel und biss hinein. Kaum aber hatte sie einen Bissen davon im Mund, fiel sie tot zu Boden. Diesmal können dich die Zwerge nicht wieder erwecken. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land. Als die Zwerge abends nach Hause kamen, fanden sie Schneewittchen wieder auf dem Boden. Es atmete nicht, es war tot. Die Zwerge suchten nach einem Schnürriemen oder giftigen Kamm, fanden aber nichts. Sie waren sehr traurig und weinten bitterlich um das Schneewittchen. Unser armes Schneewittchen, wir sind so traurig. Wir konnten dich nicht vor der bösen Königin schützen. Die Zwerge brachten es nicht übers Herz, das schöne Schneewittchen in die schwarze Erde zu betten. Drum legten sie es in einen gläsernen Sarg. Dann brachten sie den Sarg hoch auf einen Berg hinaus und einer von ihnen blieb bei ihr. Nun lag Schneewittchen lange, lange Zeit im Sarg und sah aus, als wenn sie schliefe. Eines Tages kam ein Prinz in den Wald und wollte bei den Zwergen übernachten. Er sah auf dem Berg den Sarg und das schöne Schneewittchen darin und verliebte sich auf der Stelle. Gebt mir den Sarg, ich will euch geben, was ihr dafür haben wollt. Wir geben ihn nicht, um alles Gold in der Welt. So schenkt ihn mir, denn ich kann nicht leben, ohne Schneewittchen zu sehen. Weil der Prinz so sprach, empfanden die Zwerge Mitleid mit ihm und gaben ihm schließlich den Sarg. Der Prinz ließ den Sarg von seinen Dienern forttragen. Da geschah es, dass sie stolperten und das Schneewittchen durch die Erschütterung das giftige Apfelstück herausspuckte. Nicht lange danach öffnete Schneewittchen die Augen, hob den Deckel vom Sarg und sprach: Wo bin ich? Oh, Schneewittchen, du bist bei mir. Ich liebe dich mehr als alles auf der Welt. Komm mit mir in das Schloss meines Vaters und werde meine Frau. Da wurde ein großes Hochzeitsfest gefeiert und Schneewittchen und der Prinz lebten glücklich ein langes Leben.
Die böse Königin trat wieder vor ihren Spiegel und sprach: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen, die junge Königin, ist tausendmal schöner als ihr. Die Königin wurde so wütend und zornig und vor lauter Zorn und Boshaftigkeit blieb ihr kaltes Herz stehen und sie fiel tot zu Boden. Vor langer Zeit lebten ein König und eine Königin, die sich sehnlichst ein Kind wünschten. Oh Hans, ich wünsche mir so sehr ein Kind. Ja, Victoria, das weiß ich. Ich wünsche mir auch ein Kind, ein kleines, süßes Mädchen. Oder einen frechen Buben, das wäre so schön. Ach, so ein warmes Bad ist herrlich. Benötigen Sie noch was, Eure Hoheit? Nein, danke, Madeleine, du kannst mich ruhig allein lassen. Nanu, wo kommst du denn her? Bist du ein verzauberter Prinz? Nein, bin ich nicht. Oh, du kannst ja sprechen. Ja, und ich möchte dir eine tolle Neuigkeit überbringen. Was denn für eine Neuigkeit? Bald schon, sehr bald, wirst du eine Tochter zur Welt bringen. Wirklich? Ja, natürlich. Wenn ich das sage, dann stimmt das. Oh, das ist ja wunderbar. Ich würde dich am liebsten umarmen. Ach, lass mal lieber. Du hast ja nichts an. Ich gehe dann mal wieder. Danke dir, lieber Frosch. Bitte, bitte. Was der Frosch gesagt hatte, das geschah schon sehr bald. Unsere Tochter ist das süßeste Kind auf dieser Welt und ich bin der glücklichste Mann. Wir müssen das feiern. Die Geburt unserer Tochter verlangt nach einem Riesenfest mit all unseren Verwandten, Freunden und Bekannten und den weisen Frauen. Einige Zeit später. Mein König, wir haben leider nur 12 goldene Teller und es sind 13 weise Frauen. Dann muss halt eine Frau zu Hause bleiben. Wir laden nur 12 ein. Wie Sie wünschen, Hoheit. Alle wurden eingeladen, nur ich nicht, nur ich nicht. So eine bodenlose Frechheit. Das wird denen noch leid tun. Das Fest wurde mit aller Pracht gefeiert und am Ende beschenkten die weisen Frauen die Prinzessin mit ihren Wundergaben. Ich schenke dir Schönheit, mein Kind. Ich schenke dir Tugend. Von mir bekommst du Klugheit und von mir bekommst du Reichtum. Ich schenke dir Gesundheit. Ja, da guckt ihr, was? Mit mir habt ihr wohl nicht gerechnet, oder? Mich einfach nicht einzuladen. Das war ein ganz schlimmer Fehler. Hans, tu doch was. Lass diese Frau hinausführen. Sie macht mir Angst. Die Prinzessin soll sich mit 15 Jahren an einer Spindel stechen und tot hinfallen. Was? Nein! Wachen, ergreift sie, auf der Stelle. Wo ist sie hin? Was hat diese Frau uns nur angetan, Hans? Ich hab noch einen Wunsch frei. Aber leider kann ich den bösen Spruch nicht aufheben. Mildern kann ich ihn. Die Prinzessin soll nicht sterben, sondern in einen tiefen Schlaf fallen, der 100 Jahre dauern soll. Was? 100 Jahre? Dazu wird es nicht kommen. Ich befehle, alle Spindeln im ganzen Königreich zu verbrennen, dass auch keine einzige übrig bleibt. So wird unsere Tochter vor diesem Unglück bewahrt. Und so geschah es auch. Im ganzen Königreich wurden alle Spindeln verbrannt. Nur der Mann im Mond schaut. Und aus dem kleinen Mädchen wuchs eine wunderschöne junge Frau heran, die stets freundlich, verständnisvoll und höflich war, dass jeder, der es ansah, gern hatte. Was probiere ich denn jetzt an? Die Jahre vergingen und nun kam der 15. Geburtstag der Prinzessin. Vater, Mutter, heute ist mein Geburtstag, da könnt ihr doch nicht einfach wegfahren. Wir müssen leider, es ist wichtig, aber wir sind bald wieder da und dann feiern wir deinen 15. Geburtstag. Na gut, dann werde ich mir die Zeit hier irgendwie vertreiben. Die Prinzessin lief durchs Schloss und sah sich alle Kammern und auch die Küche an. Was wohl hinter dieser Tür liegt? Das habe ich mich schon immer gefragt. Heute will ich es wissen. Guten Tag, Mütterchen. Was machst du da? Ich spinne. Was ist das denn für ein Ding, das so lustig herumspringt? Das ist eine Spindel. Au! Kaum hatte sie die Spindel angerührt, so ging der Zauberspruch in Erfüllung. Und sie stach sich damit in den Finger. Oh, ich bin müde. Ich lege mich mal kurz hin.
Sobald die Prinzessin die Augen geschlossen hatte, verfiel sie in einen tiefen Schlaf. Und dieser Schlaf verbreitete sich über das ganze Schloss. Oh, Mann, bin ich müde. Und die Köchin, die den Küchenjungen, weil er was angestellt hatte, an den Haaren ziehen wollte. Wirst du das wohl lassen, du frecher Bengel? Hinaus mit dir! Rings um das Schloss aber begann eine Dornenhecke zu wachsen, die jedes Jahr höher wurde und das Schloss ganz umhüllte. In dem Königreich erzählten aber sich die Leute die Geschichte des Mädchens, das 100 Jahre schlief und Dornröschen genannt wurde. Von Zeit zu Zeit kamen Prinzen vorbei und hörten von dieser Geschichte. Sie versuchten in das Schloss zu kommen, aber es gelang ihnen nicht. Nach langen, langen Jahren kam wieder mal ein junger Prinz, der von dieser Geschichte bereits gehört hatte. Guten Tag. Guten Tag, edler Reiter. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ja, ich habe von der Sage über ein schönes Mädchen gehört, das in einem verlassenen Schloss seit 100 Jahren schläft und wollte rausfinden, ob es wirklich stimmt. Ist diese Geschichte denn wahr? Oh ja, diese Geschichte erzählt man sich hier seit Jahrhunderten von Jahren. Dort hinter der Dornhecke steht ein prachtvolles Schloss und in dem Schloss schläft eine wunderschöne Prinzessin, Dornröschen genannt. Einen tiefen Schlaf. Niemand kann sie aufwecken, weil niemand durch die Dornen hindurchkommt. Mein Großvater hat mir erzählt, dass einige Prinzen in der Dornhecke sogar gestorben sein sollen. Na, das werden wir ja sehen. Ich fürchte mich nicht. Ich will in das Schloss und das schöne Dornröschen sehen. Davon kann ich Ihnen nur abraten. Niemand hat es je geschafft, dort hineinzukommen. Es ist unmöglich. Ich werde es trotzdem versuchen, aber danke für deine Worte. Nun waren aber gerade die 100 Jahre verflossen und der Tag war gekommen, an dem das schöne schlafende Dornröschen wieder erwachen sollte. Nanu, was passiert denn jetzt? Ich kann einfach so durch. Wie von Zauberhand verschwindet die Hecke. Hier schlafen ja wirklich alle. Oh, Dornröschen, ich hab dich gefunden und du bist noch viel reizender und schöner, als es die Leute über dich erzählen. Guten Morgen, Prinzessin. Guten Morgen. Da gingen sie zusammen aus dem Turm. Oh, ich muss ja die Wäsche machen. Und der König und die Königin erwachten und sahen sich mit großen Augen an. Raus mit dir, Bürschchen. Oh Gott, ich bin eingeschlafen. Nun wurde die Hochzeit des Prinzen mit dem Dornröschen in aller Pracht gefeiert und sie lebten vergnügt bis an ihr Lebensende.